Die wissenschaftliche Ausbildung, es ist fast so, dass Sie sich hier erkennen könnten auf diesem Bild. Was Sie brauchen als Psychologin, als angehende Psychologin und Psychologe, ist eine vernünftige wissenschaftliche Ausbildung, eine grundlegende Qualifikation. Und genau das soll der Bachelor Académique en Psychologie Ihnen liefern. Auf dieser Basis eines dreijährigen Studienprogramms werden Sie weiter voranschreiten auf Ihrem, oder die meisten werden weiter voranschreiten auf Ihrem Weg zur Psychologin, zum Psychologen. Sie lernen im Bachelor Psychologie sich mit den Methoden und Ergebnissen der Wissenschaft zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Ja? Das ist also das Fundament, der Grundstock, der Ihnen vermittelt werden soll. Und das geht, jetzt muss ich ein bisschen wandern, weil ansonsten kann ich das nicht starten. Das beinhaltet ein riesiges Themengebiet. Ja? Und dieses Themengebiet erstreckt sich zum Beispiel vom scheinbar Einfachen. Möglicherweise haben Sie jetzt schon selber eine Arbeitshypothese, was dann wo gleich kommt, was ich Ihnen zeigen möchte, was das sein könnte. Und die Psychologie, speziell die allgemeine Psychologie, die Wahrnehmungspsychologie, beschäftigt sich damit, was eigentlich passiert, was an Prozessen kognitiv bei uns Menschen und Individuen passiert, wenn diese Punkte sich in gewisser Regelmäßigkeit auf einmal bewegen und wir etwas mehr sehen als eine willkürliche Ansammlung von Punkten. Schauen wir mal. Und jeder von uns, das hätten Sie jetzt gar nicht gebraucht. So, jeder von uns hätte gewusst, es ist ein Mensch. Dabei ist es eine Ansammlung von wenigen Punkten, die sich in gewisser Regelmäßigkeit und in bestimmtem Verhältnis zueinander bewegen. Ja? Trotzdem ist die Sache für uns vollkommen klar, das ist ein Mensch. Ja? Wir sind sogar so gut, dass es gibt andere Beispiele, dass je nachdem, wie die Punktmuster sich bewegen, sie auch bestimmen können, das ist ein Mann, das ist eine Frau, sie ist traurig. Er ist nervös. Also wir können auch Emotionen ablesen aus scheinbar willkürlichen Lichtmustern, die sich in einem bestimmten Verhältnis zueinander bewegen. Also wir gehen im Studium der Psychologie von diesem scheinbar Einfachen, ja, also es ist ein Wahrnehmungsphänomen, hin zu komplexen Sachen. Hier haben Sie eine Darstellung, ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen oder die eine oder andere von Ihnen hat es vielleicht im Internet schon gesehen. Das ist ein relativ bekanntes Bild. Und auch wenn die Beleuchtung jetzt gerade ein bisschen mau ist, vielleicht können Sie es erkennen. Sie sehen hier einen kleinen Jungen, der angsterfüllt so die Hände hebt, weil der Erwachsene, den Sie hier sehen, wiederum seine Hand hebt, offenkundig in Absicht, diesem Jungen einen Schlag zu verpassen. Wir sehen, hier ist ein Glas Milch, hier unten sehen Sie eine Pfütze. Und dann sehen Sie hier einen etwas älteren Jungen, der auf den kleinen Jungen guckt. Hier sehen Sie einen noch älteren Jungen. Hier sehen Sie einen jungen Mann, der hier noch leicht verbittert guckt, hier schon extrem zornig ist. Und wir sehen quasi, das ist eine Entwicklung. Hier ist eine Entwicklung dargestellt. Es ist ein Phänomen dargestellt, ein sehr unangenehmes Phänomen, was aber aus psychologischer Sicht gesellschaftlich total bedeutend ist. Es geht um Gewalt. Ja, um Aggression und Gewalt. Und wir sehen hier etwas, was wir in der Aggressionsforschung sehr gut kennen, dass nämlich Opfer von Gewalt in der Kindheit sehr häufig, nicht zwangsläufig, aber sehr häufig später selber zu Tätern werden. Ja? Und das ist so ein Bild, was eine unglaubliche Komplexität ausdrückt. Aber das beschreibt auch die Komplexität psychologischer Sichtweisen und Perspektiven. Also aus einem Ereignis, ja, wo offenkundig eine Emotion involviert ist, ja, also ganz klar zu sehen hier die Angst, die Furcht dieses Kindes, das ist abgespeichert als Erfahrung, als Erleben, ja. Und das beinhaltet natürlich auch bestimmte, wir sagen Korrelate, also Vorgänge im Körper. Ja? Weil wir müssen uns jetzt natürlich fragen, okay, die Emotion ist beobachtbar. Das sehen wir, die Angst sehen wir. Da müssen Sie nicht Psychologie studiert haben, um zu erkennen. Und das funktioniert im Übrigen weltweit. Sie können nach Papua-Neuguinea reisen und wenn Sie so ein Bild zeigen,
wissen die alle, welche Emotion dargestellt ist. Die benennen das natürlich anders, aber die kennen diese Basisemotion. Ja? Aber damit hört die Psychologie nicht auf. Die Psychologie fragt sich, was passiert denn eigentlich, damit diese Emotion so ausgedrückt wird? Ja, was sind die eigentlichen Vorgänge? Was sind die hirnorganischen Vorgänge, die da eine Rolle spielen? Ja? Also biopsychische, also die körperlichen oder die Verknüpfung körperlicher mit psychologischen oder psychischen Prozessen. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Genauso wie spielt das alles zusammen? Wie greift das ineinander oder eben nicht ineinander? Also die Verarbeitung spielt eine Rolle. Dann, was natürlich ausgedrückt ist durch dieses Bild, ist die Entwicklung. Die Entwicklung über die Lebensspanne. Also was verändert sich im Laufe der persönlichen, individuellen Reife und Entwicklung? Wie sind die Kontextbedingungen? Warum wird denn nicht jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, diese furchtbare Erfahrung, warum wird nicht jeder zum Täter? Ja, Menschen unterscheiden sich, aber auch der Kontext, in dem Menschen leben, unterscheidet sich. Ja? Wenn darüber hinaus beispielsweise diese Person, die in ihrer Kindheit Schläge erfahren hat, ein ansonsten stabiles Umfeld hat, vielleicht fantastische Freunde, die das auffangen können, ja? Wo er es durch Gespräche verarbeiten kann, vielleicht mit einer Psychologin oder mit einem Psychologen. Ja? Also müssen wir auf den Kontext gucken. Also was ist das, was noch drumherum eine Rolle spielt? Wir können uns nicht nur auf das Individuum konzentrieren, sondern wir sind alle soziale Wesen. Ja? Also wir alle leben zusammen. Ja? Manchmal gehen uns die anderen auf den Senkel. Ja? Aber wir leben mit Menschen zusammen und andere beeinflussen uns. Der Mensch macht sich im Übrigen über nicht so viel Gedanken wie über andere Menschen. Ja? Und das Phänomen Aggression. Ja, also das vereinigt die Komplexität dieser gesamten Elemente. Ich habe gerade schon gesagt, wir wollen uns nicht nur auf das Individuum beschränken. Das beinhaltet in gewisser Weise auch eine wichtige Unterscheidung, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Wir reden hier von Psychologie, nicht von Psychoanalyse. Ja, also das ist so der Klassiker, das klassische Stereotyp, ja, der Patient, die Patientin auf der Couch. Und hier ist der Therapeut, der Psychiater, der Psychoanalytiker. Ja? Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Das, was die Psychologen machen, ist viel umfangreicher. Ja? Und wir werden gleich sehen, auch die Betätigungsfelder von Psychologinnen und Psychologen sind viel, viel umfangreicher. Das, was sehr häufig das Klischee oder das Stereotyp der Psychologin, des Psychologen ist, ist tatsächlich klinische Beratung, jemand hat ein Problem, geht zu einem Psychologen, es wird besprochen, das Problem wird behoben. Ja, das ist ein Bereich. Ja? Die Therapeutin, die in einem Gespräch, aber Sie sehen auch schon hier an der Anordnung, ja, schon sich völlig von der Psychoanalyse unterscheidet. Beratung, Gespräche, eine wichtige Tätigkeit. Eine andere Tätigkeit ist Arbeit mit Kindern beispielsweise, ja, im kinderpsychologischen Bereich. Oder in der Forschung, hier habe ich ein paar Bilder vorbereitet, ja? Beobachtung, Analyse. Wir hatten über die biopsychischen Vorgänge gesprochen. Hier sehen Sie einen Forscher, der eine Versuchsteilnehmerin hat, die an ein EEG angeschlossen ist. Also hier werden die Hirnströme aufgezeichnet. Ja? Und es wird geschaut, inwiefern verändern sich beispielsweise die Hirnströme in Abhängigkeit von dem, welche Bilder, welche Reizvorlagen der Person vorgelegt werden. Es geht immer darum, um die Neugier zu verstehen, was beim Menschen passiert. Ja? Gleich werden Sie ein etwas deutlicheres Bild sehen. Wir haben verschiedene Labore. Wir haben Labore an der Uni im Rahmen der psychologischen Forschung, die so etwas machen. Wir haben aber auch Labore im Bereich der Psychologie. Ich stelle Ihnen die gleich noch etwas näher vor. Wo wir beispielsweise die Auswirkungen von Medien überprüfen. Ja, also das spielen die Leute. Ja, unsere Versuchsteilnehmer spielen ein Spiel beispielsweise. Ja. Völlig anderer Kontext. Ich hatte das vorhin schon in einem Gespräch am Stand erwähnt. Arbeits- und Organisationspsychologie. Ja, Personalselektion. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Multimillionen-Euro-Unternehmen wie Asselor oder, was vielleicht bizarr sich anhört, Luxley. Ja? Und die suchen jetzt fürs mittlere Management einen Abteilungsleiter. Die Frage ist jetzt,
Wie finden wir aus der Fülle von scheinbar tollen Bewerberinnen und Bewerbern genau die Person aus, die wir suchen? Das ist unter anderem Aufgabe von Arbeits- und Organisationspsychologinnen und Psychologen, die im Bereich der Human Resources arbeitet. Ja? Das ist ein Tätigkeitsfeld, eines von vielen. Hier sehen Sie viele andere. Ja? Und Sie sehen sowas, dass ein guter Psychologe, eine gute Psychologin, je nach ihrer Fachausrichtung, ist sowas wie ein Schweizer Offiziersmesser. Ja? Können Sie in verschiedenen Bereichen gebrauchen. Und genauso ist es eben mit der Psychologie. Sie können in die klassische Beratung gehen. Sie können aber auch beispielsweise sich mit Altersforschung beschäftigen. Oder Sie können sportpsychologisch arbeiten. Ja? Was motiviert oder wie wird ein Spitzensportler, eine Spitzensportlerin optimal auf die Leistung, auf ein großes Ereignis vorbereitet? Ja? Sie kennen den Spruch alle, dass Boris Becker hat das, glaube ich, fürs Tennis mal gesagt. Ne? Also 10% ist das, was sie können, und 90% findet hier in der Birne statt. Ja? Und wenn Sie sich überlegen, man hört das immer wieder, wenn beispielsweise Fußballvereine im Laufe der Saison sehr weit nach unten rutschen, dann wird da mal gesagt, es wird ein Psychologe hinzugezogen. Weil ganz häufig können Sie nicht erklären, warum ein Team, was in der letzten Saison weit oben stand, jetzt auf einmal bei fast gleichem Personal so weit unten steht. Es muss was im Kopf sein. Ja? Hier arbeiten Psychologen. Verkehrspsychologen. Wichtige Fragestellung ist beispielsweise Aggression im Straßenverkehr. Ja? Dann auch tatsächlich die Planung. Wie kann das vermieden werden? Wie muss etwas aufgebaut werden in Zusammenarbeit mit Stadtplanern beispielsweise? Ja, wie müssen Straßen angelegt werden, von denen wir wissen, dass die den Verkehr entlasten, sodass es weniger zu dem Problem der Gewalt und Aggression im Straßenverkehr kommt. Umweltpsychologen, Arbeitsorganisationspsychologen hatte ich schon erwähnt. Recht, forensische Psychologie. Ist ein ganz heißes Thema momentan. Ja? Also die Forensik ist etwas, was wir mit einem sehr erfahrenen Kollegen, dem Professor Rainer Banse, der normalerweise einen Lehrstuhl an der Uni in Bonn hat in Deutschland, der bei uns diese Veranstaltung anbietet, forensische Psychologie. Ja? Nicht, dass Ihnen jetzt gleich irgendwie diese amerikanischen Blockbuster einfallen. Ja? Also das hat im weitesten Fall, in den meisten Fällen überhaupt nichts mit dem zu tun, was in der Forensik tatsächlich zu machen ist. Werbung, Werbepsychologie. Ja? Wie muss Werbung gestaltet werden, dass sie wirkt? Oder anders formuliert, warum wirkt Werbung? Ja? Medizinische Psychologie, politische Psychologie. Ja? Was können wir machen, um beispielsweise Intergruppenkonflikte, Konflikte zwischen Ethnien, Konflikte zwischen religiösen Gruppen zu entschärfen? Warum entstehen die? Was kann man tun, um sie zu verhindern? Jo, also wir sehen, es gibt eine Vielfalt der Praxisfelder, von Werbung bis Gericht, psychische Störungen, da beschäftigt sich die klinische Psychologie mit, Gesundheit und Krankheit ist die Gesundheitspsychologie oder psychosomatische Felder in der Psychologie, Erziehung und Unterricht, das ist die klassische pädagogische Psychologie. Es gibt an den Luxemburger Schulen auch zunehmend endlich in deutschen Gymnasien, Deutsch und in den Lyceen eine psychologische Beratung. Das ist eine pädagogisch-psychologische Arbeit. Ja? Arbeitsorganisationspsychologie hatte ich schon mehrfach erwähnt. Sie sehen also, später kann es in verschiedene Bereiche gehen und zusätzlich zu dem Fundament, was wir im Bachelor Akademik en Psychologie legen, erfahren Sie aus diesen Feldern, auch je nachdem, welche Sie interessieren, spezifische Richtungen. Also Sie können bestimmte Bereiche wählen. Wenn Sie Lust auf Forensik haben, würden Sie sich da einschreiben. Sie müssen es aber nicht. Das ist ein Wahlpflichtmodul.